Frau Wegner. Ja. Herzlich willkommen zurück. Guten Tag. Rein ins Platz. Frau Wegner wird gleich erfahren, dass sie an einem Reizdarm leidet. Die 56-Jährige kommt zweimal in der Woche hierher und hat jedes Mal was anderes. Magen-Darm-Krankheiten sind so meine Spezialität. Ich habe auch Appendizitis, Blinddarm. Ich habe Divertikulitis, das sind irgendwelche Ausstülpungen. Ich habe jetzt hier den Reizdarm. Ja, diese Dinge. Da bin ich festgelegt drauf. Keine Sorge, diese Dame ist kein Hypochonder und sie ist auch nicht wirklich krank. Frau Wegner ist auch nur ihr Schauspielname. In Wirklichkeit heißt sie Bettina Spieler und ist Laienschauspielerin am Lernkrankenhaus in Mannheim und arbeitet mit Medizinstudenten zusammen. Mit ihrer Hilfe sollen die angehenden Ärzte den Umgang mit echten Patienten lernen. Die Idee dazu hatte damals Professor Dr. Jens Kaden. Wir versuchen Studenten die Möglichkeit zu geben, in einem geschützten Raum praktische Fertigkeiten, die man als Arzt braucht, zu erlernen. Eben ohne, dass man einen Patienten hat, dem man ja auch wehtun kann oder bei dem man auch irgendwas verursachen kann, was für den unangenehm ist. Der Unterricht findet teilweise auch am nichtmenschlichen Modell statt, wie hier in der Urologie. An diesem Torso sollen die Studenten lernen, wie sie richtig einen Katheter einführen. Dafür brauchen sie vor allem eine ruhige Hand. Auch im persönlichen Gespräch müssen die Studenten die Ruhe bewahren, vor allem wenn die Patientin an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet. Ich habe unter anderem auch eine Darmkrebsrolle. Das ist eine sehr schwierige Rolle und die erschüttert mich immer wieder aufs Neue, wenn ich die spiele. Heute ist es allerdings nur der Reizdarm, den der Student diagnostizieren muss. Es ist sehr häufig so, dass diese Schmerzen das Problem werden, was es dann selbst verschlimmert. Also sie haben ihre Magenschmerzen, dadurch sind sie eingeschränkt, dadurch wird es immer schlimmer, weil sie das mehr stresst. Und da könnte man so ein bisschen, wenn sie ein bisschen vielleicht eine Psychotherapie gehen, lernen, damit umzugehen und so, das könnte ihnen sehr helfen. Ja, gut. Ich werde das dann mal versuchen. Oh, sehr schön. Dann verabschiede ich mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Im Anschluss an das gespielte Gespräch gibt es immer ein Feedback von den Studenten, die das Ganze beobachtet haben. Auch Frau Spieler erzählt, wie sie sich in der Situation gefühlt hat. Und am Ende des Tages verlässt sie das Krankenhaus dann immer als gesunde Frau, aber die nächste Krankheit kommt bestimmt.